herzlich willkommen. Ja, hier ist euer Elektroboy. Ja, er ist wieder da, genau. War wieder ein paar Tage ruhig hier und ich habe mir mehr Zeit gelassen. Aber naja, er ist wieder da. Ich habe es immer gesagt. Videos kommen ja dementsprechend so oft, wie es geht und hast du nicht gesehen. Naja, ja, genau. Und jetzt geht das wichtige Thema. Heutige Thema, genau. In einem Monat ist es soweit. Genau. Die Sandsteinhöhlen machen wieder auf. Also, es gibt wieder eine Veranstaltung und ich bin wieder dabei. Genau, ja. Bei der letzten Veranstaltung war ich nicht dabei. Das war jetzt die erste Sandsteinhöhlenveranstaltung, wo ich über Jahre, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich in die Höhlen gehe. Das war das erste Mal, wo ich nicht dabei war, weil jeder kennt mein berühmtes, es gibt kein... Es gibt ein Timetable-Video und da mache ich gesagt, beim nächsten Mal. Da an dem Tag war auch 5 Jahre Eleanor und da habe ich mir gesagt, ja, ich gehe ins Ellen. Das Line-Up hat mich jetzt auch nicht so angereizt, also naja. Aber wir reden jetzt nicht viel, so viel über die Vergangenheit. Wie gesagt, darum geht es jetzt am 22. genau, am 22. ist es soweit. 22. April, ich hatte jetzt eben noch hier, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg und jetzt ist er wieder da und keine Ahnung. Auf jeden Fall am 22. April ist die nächste Höhlenparty. Genau, die nächste Höhlenparty. Das ist Line-Up, genau. Ist die nächste Höhlenparty. Und es wird ein Line-Up geben, ja. Es wurde kein MLM mit dir gefunden. Was ist denn das hier für eine Kacke schon wieder mit dieser scheiß Technik manchmal. Ich könnte ins Dreieck kotzen. Genau. Hoffentlich bleibt das jetzt mal oben und hast du nicht gesehen. Genau. Ja. Hoffen wir mal, bleibt so. Ja. Bei der letzten Party gab es noch ein Timetable, wie gesagt. Bei der letzten, wo ich nicht dabei war. Ich habe auch einiges Gutes gehört. Naja, aus diesem Drum and Bass und zu Core Floor. Der soll vorne gleich im Eingang gewesen sein. Finde ich total schrecklich. Aber naja. Ist halt so. Auf jeden Fall nächste Höhlenparty. Genau, es ist schon restlos ausverkauft. Also, die nächste Höhlenparty ist restlos ausverkauft. Es gibt keine Abendkasse. Finde ich gut, dass sie nicht noch versuchen, da noch irgendwie hier... Man weiß jetzt nicht, wie viele Tickets genau sind. Ich bin hier selber gespannt. Ich werde auf jeden Fall definitiv nur in die Höhlen gehen, weil es Höhlen sind. Weil das Line-Up selber ist jetzt nicht so, wo ich jetzt sagen muss... Das macht mich jetzt unbedingt heiß. aber es ist Höhlen. Und es gibt einige Acts, wo ich dann doch sage, ja, man muss heutzutage, ich wiege das heutzutage ab. Also, es ist für mich schwer, weil ich ja nun mal schon so viel erlebt und gehört habe. Und darum nehme ich mir auch mal, ich muss auch nicht mehr, aber Höhlen ist halt Kult. Und weil es Höhlen sind, ist Höhlen. Und wer mich kennt, weiß. Und wer in die Höhlen feiern geht, der weiß, Höhlen ist Höhlen. Und wie gesagt, ich habe auch einiges Gutes, Positives gehört, darum habe ich gesagt, ja, ich gehe auch und weil es halt Höhlen sind und ja, es sind Höhlen und darum. Ich erwarte nicht viel, aber ich bin trotzdem gespannt. Finde es gut, dass sie keine Armkasse machen, dann umgehen wir diesen ganzen Tara, bum, bum, wisst ihr, ich meine, ja. Sich warten und hast du nicht gesehen. Es soll angeblich auch eine reine P18-Party sein. Da bin ich echt gespannt, was ich so gelesen habe. Und denke mal auch, dass das mit dem Einlass diesmal wieder besser klappt, als wie gesagt beim letzten Mal. Oder beim letzten Mal, wo ich da war. Und dass man auch früher drauf kann auf dem Parkplatz und dass man nicht ewig hin und her fahren musste, wie ich hin musste. Aber nein. Also wie ihr sagt, ich habe aus guter Quelle gehört, es ist wirklich, es lohnt sich wieder. Ja, und sonst bin ich sonst, wie gesagt, gespannt. Ich kann euch nur mal Folgendes sagen, was so streng limitiert. Genau, wie gesagt, alle Tickets sind weg. Dann gibt es ein Mega-Sound, Save auf allen Floor, ist ja klar, das übliche Special Shoutout Area. Na, da bin ich mal gespannt. Das ist, denke ich mal, die hintere typische. Stress-Kit Showcase, war ja klar. Merchstand bei Prestige Work sagt mir jetzt gar nichts. Die ersten 500 Gäste bekommen ein Einlassband, Stoffband for free. Na, da bin ich ja gespannt. Ich muss das jetzt nicht haben. Ich habe sie früher mal gesammelt, jetzt gehen sie alle nach und nach ab. Ja, aber ich habe es da nicht mehr so. Also mit Einlass für den Stoffband haben. Ja, genau.
Dann die Interkeller macht ein Showcase und das kostenlose Stickerpack, Stickerpack für jeden Vorverkaufsbesitzer am Einlass. Naja, ja, das ist halt so wie es ist und die hört das, die hört dazu, ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, das leider selber ist halt für die heutige Zeit so wie es ist. Und es ist klar, dass es halt, dass der Headliner Alfred Heinrichs ist. Und warum nicht überreden? War klar, ist halt nun mal das nun. Für mich keine Option. Ich bin kein Melodic Techno-Fan. Das ist so. Ich kann mit Melodic Techno nichts anfangen. Tut mir leid. Also ehrlich, jetzt am Samstag ist Vanessa Zukowski in der Insel. Richtig geil. Das ist noch Techno, der mich anmacht. Der mich in Bewegung bringt. Mich dickes Tier. Und auch mit Melodic Techno kann ich nichts anfangen. Also ehrlich nicht. Also, nee, tut mir leid. Das ist nicht meins. Das ist mir zu. Da fehlt einfach die Specials. Weißt du, also wie es beim Trance ist oder wie es beim Hardstyle ist oder Hardtrance. Also auch noch nicht drauf eingehen. Wie gesagt, wir müssen nun mal die Masse steht drauf. Ist okay. Dann natürlich Kummer Kasper mit seinem Vocal Techno. Den habe ich noch ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich den schon mal live gehört, live gesehen habe. Darum bin ich auch hier auf den gespannt. Weißt du? Also Vocal Techno finde ich schon ganz gut. Ich habe mir auch noch nie ein Set von ihm so angehört. Muss ich ehrlich mal sagen. Müsste ich eigentlich mal machen, bevor ich in die Höhlen gehe. Naja. Ich kenne nur ein paar Videos von ihm, aber sonst halt nicht so wirklich viel. Darum, aber da bin ich ganz offen. Acer. Sagt mir jetzt im Moment nichts. Naja. Mal gucken. Dann natürlich Greg Mortellis, ja, ist ja klar. Der gehört ja einfach in die Höhlen. Mit seinem Tag bin ich natürlich. Früher war es cool, jetzt nicht mehr so. Also reizt es mich nicht mehr so. Naja. Dann blaues Licht, genau. Dann blaues Licht, auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Dann Dirty House Inc. mit einem reinen Techno-Set. Ist ja richtig geil. Finde ich gut. Weil Dirty House Inc. ja eigentlich nur Haus macht und so. Naja, der gute Cannabis ist klar, dass der Jörg Craigie Koksberg Bassbilanz und dann meine Lieben von Black Ego, Fabrics und D-Noib. Genau, Fabrics und D-Noib, naja, die gehören ja auch einfach hin. Das ist ja Harz Elite, sagen wir mal so, ja. Das ist gute Qualität aus dem Harz. Genau, und dann natürlich die ganzen, was, wo ich jetzt nicht mehr so weiß, wo mir den Namen nächstes nicht mehr sagen, Massacre vs. Philard, Genetech. Exe, Ibit, G, Daxler, Assozial, Showtech, cool, ja, Showtech, erinnere mich da glatt an unsere Hardstyler, aber hier Showtech mit SC, SCH und O und Doppel-T und E und Doppel-K, Druckmacher, Chucky, Breezer, Turner, Cedric, Anubis, Civilic und Nanotex, genau, ja, das sind alles Tech-DJs, genau, also... Ich bin mal gespannt, wie sie die Floors, weil im Prinzip ist es nicht viel. Es soll angeblich von 22 bis 7 Uhr gehen. Es reicht auch völlig. Die langen Zeiten für die Höhlen, die lohnen sich nicht mehr. Das ist einfach so. Ich würde das nicht mehr machen. Klar, für unser einer, der ein bisschen älter geworden ist, wird es auch schwer, aber. Ganz ehrlich. Aber so bei dem einen Aufbau jetzt, wo ich jetzt, ich sehe das jetzt zum ersten Mal richtig komplett, ich habe es ab und zu nur durchgeblickt, aber jetzt, wo ich jeden Einzelnen nochmal sehe, muss ich sagen, ist okay, ist jetzt kein Highlight, also es gibt schon ein paar coole Sachen, wo ich jetzt sagen werde, richtig cool, ja. Aber sonst, wer noch kein Ticket hat, ja, kann ich nur sagen, haltet die Augen offen, auf jeden Fall schon alleine von der Location her. Ich kann einfach nur sagen, von der Location her ist es einfach geil. Das sind Höhlen, das ist eine mit der besten Locations, die Deutschland zu bieten hat. Das ist immer so. Also, das ist doch klar, dass jetzt. Wie gesagt, ich finde das gut, dass es sich nicht zusätzlich noch irgendwelche Leute reindringen, weil, wie gesagt, dass es zu voll wird und da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich muss auf Gruppenkuscheln, muss ich nicht mehr haben. Naja, gut, das wollte ich euch sagen. Ich werde auf jeden Fall ein cooles Aftermovie drehen. Das denke ich mal, ich habe auch Zeit. Weil so viel zum Tanzen gibt es für mich nicht. Ich werde einfach mal die Atmosphäre genießen. Dass das und sonst schauen wir mal, war auf jeden Fall. Denkt dran, also in einem Monat Sandsteinhöhlen Wave Special Event Melodic Techno Alfred Heinrichs und many more. Und sonst, ich bin dabei. Und wer ein Ticket hat, wir sehen uns. Also, ich bin am Start. Also, in einem Monat Sandsteinhöhlen Halberstadt Visias. Also, und genießt den Moment, bevor es zur Erinnerung wird. Und sonst, Wave on. In
Halberstadt in den Höhlen.